Hallo, dieses Video richtet sich an Leute, die nicht wissen, was Schrumpfschläuche sind und wozu man sie benutzt. Soll es ja vielleicht noch geben. Okay, Schrumpfschläuche sind Schläuche, die in unterschiedlichen Durchmessern zu haben sind. Und wie der Name schon sagt, schrumpfen sie diese Schläuche, nämlich nur dann, wenn sie erhitzt werden. Das kann mit einem Lötkolben geschehen, das kann mit einem Feuerzeug geschehen, das kann mit einer Heißluftpistole geschehen, wie man gerade will oder was man zur Hand hat. In diesem Beispiel sind das Schrumpfschläuche, die haben, die schrumpfen von 8 mm Durchmesser auf 4 mm Durchmesser. Es gibt aber auch welche, die schrumpfen noch viel stärker, die sind dann meist auch ein bisschen teurer. Aber das sind eben die um die Hälfte schrumpfen. Die reichen aber auch, um das zu demonstrieren. Also nehme ich ein Stück von dem Schrumpfschlauch, schneide das ab. Okay, so. Legen wir das hier mal hin. Dann nehmen wir die beiden Drähte hier. Also normalerweise würden die jetzt verlötet. Ich spare mir das Löten und mache die einfach so zusammen. Reicht aber auch zur Demonstration. Okay, dann geht man also hin, schiebt diesen Schrumpfschlauch auf eine Seite hier und verlötet in dem Fall, ich mache die so zusammen, das reicht ja auch, verlötet diese Drähte, damit hier mal fixieren, dann geht es praktischer. Okay, hier ist hier rein. Ach nee, das ist verkehrt, der Schrumpfschlauch ist auf der verkehrten Seite. So, jetzt wird er darüber gezogen. Ist ein bisschen zu lang geworden, der Schrumpfschlauch ist aber auch nicht schlimm. Ich ziehe den so, dass ungefähr die Stelle mittig ist, die normal gelötet ist. Und dann nehme ich einen Brenner, einen kleinen Gasbrenner, in dem Fall besser als eine Heißluftpistole, ich habe im Moment noch nicht zur Hand, und erhitze vorsichtig diesen Schrumpfschlauch, der sich dann zusammenzieht. Man sieht das auch, glaube ich. Er wird so ein bisschen runzlig. Okay. Ne. Da ist er noch nicht richtig. So, das wäre das. Jetzt kann man sehen, dass dieser Schlauch eng anliegt. Im Gegensatz dem ursprünglichen Durchmesser tatsächlich geschrumpft ist. Und zwar um die Hälfte. Okay. So, das ist also die Anwendung von Schrumpfschläuchen. Also eine ganz simple Sache und auch eben relativ schnell erklärt. Okay, das wäre es für heute wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss.